So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal haben wir einen Super Expert Run gestartet und auch nicht beendet, also schlecht beendet, aber dadurch neue Level bekommen. Unter anderem das hier, das haben wir jetzt aber auch schon abgeholt. Schauen wir mal, was wir noch so auf der Liste haben, ne? Ach so, jetzt ist es ganz oben wieder. Das war jetzt wieder ganz oben. Okay, ach ja, das hier. Jetzt, wo ich im Prinzip ja keinen Druck habe, kann ich den Anfangssprung auch versuchen. Na, jetzt habe ich ja keinen Druck. Der ist im Konzept an sich ja nicht so schwierig. Huch, wollte ich nicht. Vom Konzept her ist der Sprung ja nicht so schwierig. Das Problem ist halt, ihn durchzuführen unter Druck. Na, und ihn richtig zu treffen. Yes! Mehr wollen wir doch gar nicht. So, jetzt fallen hier die Viecher runter. Genau. Ja, jetzt können wir eigentlich uns entspannt zurücklehnen und den nächsten Sprung versuchen dann. Ihr könnt alle euch mal hier verziehen. Nicht mein Ernst. Nicht mein Ernst. Ah, das wär's. Ah, das geht sogar, wenn man den mal drin hat. Das geht sogar, wenn man den mal drin hat. Jetzt habe ich mich halt nicht getraut während des Runs, ne? Aber das geht sogar. Alter, geh weg. Oh oh, das habe ich verpeilt. Okay, da kommen noch ein paar mehr davon. I see. Da kommen noch ein paar mehr davon. Aber wenn ich das jetzt so sehe, habe ich gerade eine ganz andere Idee. Das war nicht die Idee. Mal was ausprobieren. Okay, so. Okay, das reicht nicht, schade. Dachte, vielleicht kann ich das umgehen. Aber so schlimm ist das nicht. Das kriegt man schon hin. Man muss es nur gut treffen. Na, zack, und das war's schon wieder. Das muss ich da drüben aber gleich nochmal machen. Das ist... Ja, mehrmals hintereinander ist halt wieder kritisch. So, jetzt habe ich zumindest mal meine Ruhe. Okay, so. Das Gute ist ja, wir haben hier keinen Zeitdruck. Zumindest ist es kein Speedrun. Ich weiß halt nicht, was jetzt kommt. Kommt dann noch einer danach oder geht es direkt weiter? Das weiß man jetzt halt nicht. Das ist alles! Okay. 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 Das kriegen wir ja easy hin. Also gut, easy nicht, aber ist jetzt nicht so dramatisch, wie man tun könnte. Lost. Schade, dass man von hier aus nicht einfach... Wobei mit Schwung... Wait, wenn ich mit hier den Schwung mitnehme... Nee, es reicht auch nicht, okay. Es war ein Versuch.
Wars 3. Also brauche ich auf jeden Fall die grüne Plattform, das hilft nichts. Aber ich kann die loswerden, indem ich das hier mache. Und dann habe ich hier meine Ruhe. Und kann ganz gechillt den Sprung hier angehen. Und jetzt eigentlich nur noch den hier. Aber eigentlich, ich glaube, den brauche ich gar nicht zwingend. Ah! Die Frage ist, kann ich den Goomba nutzen, ohne den auszulösen? Es ist vom Setup das gleiche wie hier, ne? Und da konnte ich ja auch unten drunter durch. Ich glaube, das geht sogar. Es ist halt trotzdem eine riskante Geschichte, vor allem wenn es der letzte Sprung ist. Vor allem, wenn es halt der letzte Sprung ist. Ich würde gern einfach ohne den On-Off da durch. Es reicht nicht! Okay, okay, okay. Gut. Okay. Ich brauche den Sprung zwingend. Er hat es schon so gebaut, dass man es wirklich zwingend braucht. Ist in Ordnung. Dann sehe ich alles ein. Dann ist das okay. Wenn er so weit denkt, dass es von der Reichweite nicht passt, wenn man normal springt, dann ist alles okay. Dann müssen wir uns eben an den Sprung gewöhnen. Na gut. Ich meine, ich habe ihn jetzt zweimal geschafft, jetzt will ich ihn auch noch ein drittes Mal schaffen. Ja, oder halt auch nicht. Ah. Das sind dann wieder diese ärgerlichen Momente. Ah, Scheiße. Das darf halt dann da drüben nicht passieren. Jetzt hier am Anfang kann das passieren, da ist das nicht so schlimm. Da habe ich genug Möglichkeiten, aber da drüben darf es halt nicht passieren. Aber da habe ich halt nur einen Versuch und ansonsten muss ich halt alles wieder machen. Ich würde das jetzt auch nicht spielen, wenn es nicht länger wäre. Wenn es länger wäre, das Level, ne? Wenn es nicht so kurz wäre, würde ich das jetzt nicht ständig wieder neu starten. Weil das wäre viel zu viel. Das ist von der Menge her gerade so okay. Yes! Geht doch! Okay. Okay. Oha! Nehmen wir einfach noch den Rekord mit, okay. Ich glaube, den hat aber, der war nicht so hoch, ne? Naja, bei 23 Spielern, okay. Aber es haben auch nur. Ach so! Bisher hat es erst nur einer geschafft, ja gut. So, das Drybones-Level, genau. Das war auch cool. Das will ich auch hinkriegen. Das sah richtig cool aus. Das war halt nur leider für den Expert-One nicht richtig gut. Zack. Ja, und schon falsch. Aber das ist cool. Flop, flop. Flop, flop. Ah, kein Flop. Schade. Wait a moment. Kann ich das so nicht breaken? Kann ich das so nicht breaken oder ist es von der Zeit her da nicht drin? Lol. Das war's komplett. Thank you.
Ärgerlich. Ich schätze, es ist von der Zeit her nicht drin, mit dem Mancha vorzureiten, aber man könnte mit dem Mancha definitiv vorreiten. Ich wüsste nicht, warum das schief gehen soll. No! 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 Ach, komm schon! Oh, das ist... Oh, das ist so ein ärgerlicher Moment jetzt. Oh, das ist Mist gewesen. Oh, come on. Ich hatte so viele Möglichkeiten, darunter nochmal zu hüpfen. Ich habe sie alle verhauen. Ey, es gibt's nicht. Ah. Ach, komm schon. Aber ich bin halt trotzdem auch wieder nicht gut genug, dass ich es konstant hinkriege, ne? Es ist immer so, mal ja, dann wieder nicht. Wie machen das andere Menschen, dass die sowas konstant hinkriegen? So, die sind einfach, die können einfach nicht fehlen. Also, so, die fehlen dann bei halt ganz harten Sachen, die ich sowieso nie schaffen würde. So, da fehlen die dann. Aber sonst kriegen die alles hin. Das ist crazy. Crazy ist das. Jetzt hat es. Jetzt hat. Checkpoint, okay. Ja gut, dann ist die Zeit eh egal. Dann hätte ich sogar mit dem Mancha rüberreiten können. Ja, dann hätte ich sogar mit dem Mancha rüberreiten können. Okay, jetzt kommen hier einfach nur Millionen von den Dingern. Okay, cool. Aber mit ganz kurzen Abständen. Wie viele sind das? Hilfe. Aber wie viele sind das? Oh nee. Wisst ihr, was übrigens einfacher wäre? Aber das kann ich nur einmal probieren. Wenn man hier mit einem Panzer reingehen würde, dann könnte man auf den Dingern abspringen, ohne so immer wieder rauszuspringen. Aber wie gesagt, das würde nur einmal funktionieren, weil man müsste jedes Mal von vorne anfangen. Um mit einem Panzer durch die Röhre zu gehen. Oh je. Oh, wie viele sind das, Alter? Das waren es bestimmt schon 8 oder so, die mal nach hinten sind. Und damit haben wir noch nicht mal alle gesehen. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott. Ich hatte Angst, dass da irgendwas ist, worauf ich nicht landen kann, aber es wäre ein Leben gewesen. Das hätte mich jetzt brutalst geärgert, wenn das im Dings passiert wäre. Im Expert One. Wenn ich die Leben da verpasst hätte. So, ich will es einmal ausprobieren. Ich will meine Theorie einmal ausprobieren. Ob das gegangen wäre. Komm schon. Mensch. Ah, ich könnte mir vorstellen, wie das verhindert hat. Du machst ja doch, wenn du in so einem Panzer bist, ständig so Sprungphysik-Dinger, ne? Ich glaube,
der löst dann trotzdem Blöcke zum Beispiel aus. Also falls er da versucht hat, Blöcke hinzusetzen, ich glaube, die würden ausgelöst werden. Weil ich wollte erst sagen, wenn man mit einem Mancher nach oben fährt, kann ja Blöcke nicht ausgelöst werden. Aber vielleicht sind da Blöcke in der Luft, die weiß ich nicht. Ne? Okay, das sind keine Blöcke in der Luft. Na, und jetzt könnte ich nämlich so machen. Und das finde ich dann doch deutlich angenehmer. Leider habe ich es verhauen. Aber ihr versteht, was ich meine. Okay. Gut. Das Freeze Frame Switch Jumping war eigentlich eine coole Geschichte, aber ich weiß nicht, ob ich das komplett spielen will. Weil es dann doch, ich glaube, zum Zuschauen jetzt nicht so spannend ist. Wenn man die Physik einmal gesehen hat dahinter. Ja, moin. Aber es ist witzig. Das war knapp. Komme ich direkt? Nee, komme ich nicht. Oh, der schießt von da drüben auch gleich. Das macht's viel angenehmer. Okay, das ist gut zu wissen. Schade. Das macht's deutlich angenehmer. Okay. Cool. Hier das gleiche eigentlich. Ja, ist jetzt einfach das gleiche wie nochmal. Ja, okay. Ja, okay, das ging fix. Das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht im Expert-Run gemacht habe. Ich habe das schwerer eingeschätzt. Ich habe das deutlich schwerer eingeschätzt. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ah, das ist jetzt ärgerlich, dass ich das nicht. Ja, okay. Okay, das hätten wir schaffen können. Das hätten wir schaffen können. Und im Prinzip, dass das Shell-Level hätten wir auch schaffen können, ne? Ich glaube, da hatten wir doch genug Leben übrig für sowas. Aber naja. So, was war das hier? Arteludici? Was war das? Oh. Ja, ich glaube, das ist nichts für mich, ne? Ich habe halt keine Ahnung, was man da tun soll. Ich meine, ich sehe, dass da eine Münze ist. Ach so! Da muss der Cooper hin. Ah, und dann geht. Hä, aber wann schieße ich jetzt den Dings ab? Wie lang geht das Ding? 44. Keine Ahnung, ob wir das schaffen können. Hä? Wie soll das da weitergehen? Eine riesige Lücke. Wie soll ich die? Ich check überhaupt nichts. Glaub, das ist nicht mein Level. Semi-advanced Kaizo Skill required. No indicators, one checkpoint. Ja, danke, dass du keine Indikatoren machst. Dann ist das doch schon mal ein No-No. Ach ja, das Level hier. Das hatten wir ohne. Er schreibt sogar von dem Super Mushroom. Was zur Hölle? Warum, Big Shark? Warum? Das kann man im Expert One nicht lesen. Ist dir das bewusst? Und im Prinzip haben wir das nur versaut, weil wir kein Leben mehr hatten und weil ich zu dumm war, den Hammer zu behalten.
Aber das Dumme ist halt dieser Anfang. Jedes Mal, wenn wir sterben, und es gibt keinen Checkpoint, weil, ne, Zielbedingung. Jedes Mal, wenn wir sterben, haben wir die Scheiße hier. Und hier könnte man eigentlich vorher drauf landen, auf den ganzen Sachen. So, jetzt machen wir einfach mal keinen Walljump. Was haltet ihr davon? Das wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber das ist okay. So, jetzt kann ich mit der Shell hier nämlich die beiden Coins holen. Okay, mehr kann ich hier aktuell nicht tun. Dann kann man jetzt auch wieder runter. Oh, da fliegt die Shell noch rum. Warte mal, die holen wir uns nochmal. Die könnte uns noch nützlich sein. Ich weiß halt nicht. Also da unten ist die Flagge. Ich brauche halt eh die Coin. Oh shit, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das ist eigentlich das, wo ich am wenigsten jetzt hin wollte. Ich wollte eigentlich wieder da über die rote Röhre zurück, aber vielleicht schaffen wir es. Schade. Aber wir hatten 7 Münzen. Wir hatten 7 Münzen. Und das Ding ist uncleared. Ich möchte das haben. Ich möchte mir den Clear hier holen. Ist es noch uncleared? Ja. Jetzt machen wir das gleich am Anfang. Okay. Ich frag mich halt, warum man hier die... Ist da unten irgendwas gewesen? Da ist halt nichts. Warum sollte ich mit den Dingern da runterfahren wollen? Das sehe ich irgendwie nicht. Ich könnte mal was probieren. Nee, da komme ich eh nicht durch. Ah, ich könnte mal die Röhre ausprobieren. Die kennen wir auch noch nicht. Oh, wait! Oh, no! Ich wollte wissen, was... Da ist ein Block daneben. Löst der Block mir vielleicht diese rote Münze aus, die da bei den ganzen Dingern ist? Hilft der mir dabei vielleicht? Also, ich muss auf jeden Fall da rein, weil da ist die rote Münze. So, da... Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ich muss auf jeden Fall da rein. Und dann ist das eigentlich die... Dann ist das die rote Münze und die da drin ist. Ist die sind die roten Münzen, die wir noch nicht hatten. Das sind die beiden letzten roten Münzen. Dann haben wir alle gesammelt. Dann wissen wir, wo alle sind. Wir wissen, wo das Ziel ist. Okay.
Dann hoffe ich, wir sind der Erste, der das cleart. Was ich mich noch frage, ist, warum das so eine Lücke am Anfang ist. Da ist eine Lücke. In dem. Oh no! In den Stacheln am Anfang, aber ich weiß nicht warum. Ist die einfach so da oder hat es eine Bandnis? Ja, die Lücke da, aber da ist nichts. Oh, warte, was ist, wenn ich hier... Ne, das löst er nicht aus von oben. Von oben löst er das nicht aus, okay. Aber nur für den Fall, dass ich hier nachher ohne Hammer hinkommen sollte, nehmen wir die Münze gleich mal mit. Im Prinzip müssten wir einfach gleich wieder raus. Ah, wait! Hier ist nochmal ein Schlüssel drin, okay. Da habe ich nicht dran gedacht. Die kommen wieder. Ah, Mist. Deswegen ist da ein Pilz. Und dann muss ich mich ducken, während der Eiszapfen untersegelt. Ah je. Nee! Scheiße. Ah, okay. Halt! Oh nein, 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 oh nein. Kriegt der Pilz auch Speed auf der Plattform? Bitte nicht. Okay, gut. Dann ist es egal. Ah, wait. Ich kann die ja auch mit dem Hammer theoretisch erledigen. Reicht das? Ich kann mit dem Hammer ja noch ganz andere Sachen. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich kann ja Boxen bauen. Ich kann ja Boxen in die Lava bauen. Ich frag mich halt gerade, ob ich den Hammer noch behalten will oder nicht. Das wollten. Ich kann hier mal kaputt machen. Vielleicht laufen die dann runter, bis ich hier hochgespawnt bin. Probieren wir das mal aus. Jetzt verliere ich halt den Hammer, ne? Das ist halt das Ding. Oder kommen die Blöcke auch wieder? So, jetzt ducke ich mich. Jetzt kann ich einfach durch. Jetzt bin ich noch groß. Ne, die laufen nicht rechtzeitig runter. Okay, egal. So, wir probieren die Tür mal aus. Ah, das habe ich mir... Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay. Okay, aber die Sachen sind noch zerstört. Wir müssen mal durch die rote Röhre gucken. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Ja, das ist jetzt nämlich die Röhre hier. Und
die führt hier hin. Und die führt zu der Münze hier. Weiß nicht, ob hier irgendwas... Will ich die Dinge hier drin... Ich glaube, da kommen Geister... Nee, was kommt hier raus? Will ich hier irgendwas drin haben? Ja! Will ich das da drüben auch haben? Okay, es sind alles Pilze. Ah, jetzt komme ich hier wieder raus. Okay, cool. Welche Münzen fehlen uns jetzt noch? Jetzt mal gut nachdenken. Da unten ist noch die eine. Das war nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Na, also hier ist die eine... Ne, hier sind zwei. Hier sind zwei. Hier ist oben ist eine. Aber da komme ich jetzt halt nicht mehr hoch. Da sind alle. Da sind drei Stück. Da will ich die Shell runterjagen. Da will ich die Shell runterjagen. Okay. Got it. Dann haben wir es jetzt. Wait, aber mit den Münzen... Ach so, ja, ich wollte gerade sagen. Es geht ja eigentlich nicht um... Nee, es geht eben nicht um den Schlüssel. Der Schlüssel nützt mir gar nichts. Denn es ist eine Zielbedingung gleichzeitig. Was sonst hätte ich gesagt, reicht es ja, wenn ich den Schlüssel habe. Aber reicht es ja nicht, weil ich will ja die Zielbedingung. Ich muss ja die Zielbedingung erfüllen. Ja, ich will nicht, ich muss. Nein! Oh, okay. Da müssen wir wohl nochmal durch gleich. Wobei es eigentlich jetzt eh egal ist. Ne? Ich verliere da unten ja eh einmal meinen Pilz. Meinen Hammer. Dann ist es halt so. Ja, ist egal. Interessiert ja nicht. Ich kriege ja hier einen Pilz. Ja, juckt nicht. Juckt überhaupt nicht. So. Ah, wait, das war der falsche. Ich wollte durch die rote Röhre, das wollte ich. Ups. Bin schon wieder verpeilt, aber es ist okay. Oh, nee! Gut, dass ich die dabei habe. Okay. Zack, zack, zack. Einfach durch. So, aber dann wollen wir jetzt auch gar nicht den Pilz holen. Dann wollen wir jetzt einfach nur klein durch die Röhre durch, die Shell darunter schießen und dann sollten wir es haben. Weil dann verliere ich jetzt hier die Shell nicht. Ich kann die Shell jetzt darunter schießen. Ich hoffe, ich versau das jetzt nicht. Ich wüsste aber nicht, wie ich das versauen kann. Ach so. Scheiße. Probieren wir es halt doch wieder mit dem Propeller, ne? Mann, ich bekomme hier nicht umsonst einen Propeller. Yes! Yes! Oh! Danke, Propellerhut. Boah. Lifesaver. An sich ist es ein lustiges Level. Okay, haben wir noch irgendeins, was wir spielen wollten? Nein, wir haben alles aufgeholt. Z-World haben wir noch. Z-World wollte ich mir noch angucken. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, was wir da tun sollten. Das war ganz merkwürdig.
Was? Also, ich verstehe halt die Physik dahinter noch nicht. Mir ist schon klar, was da passieren soll. Man soll da irgendwie in der Luft durch dieses Labyrinth durchkommen. Ah! Oh, das ist cool. Dass das so funktioniert, das war... Ach so, ja klar, weil wenn man sich dreht, macht man einmal so einen Luftdings. Ja, okay. Oh, das war zu bald. Das war ein Ticken zu bald. Na gut, schade. Wahrscheinlich muss ich da eine Stampfattacke noch machen, um weiter runter zu... Oh Gott, nein! Ja, ich sehe... Oh, ich sehe das Problem. Ja, da drüben muss ich eine Stampfattacke machen. Ja, da muss ich dann eine Stampfattacke machen und dann muss ich die canceln wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das will. Okay, doch, das geht. Das geht. Okay. Okay, wir probieren das. Nein, zu bald. Viel zu bald. Oh, da macht man keinen mehr. Upsi. Das habe ich nicht gewusst. Ja, klar, wenn ich eine Stampfattacke mache, zieht mich das ja... Ja, das war dumm. Wahrscheinlich war ich da fertig. So, und jetzt? Cool. Jetzt nicht mehr so cool. Nein! Okay, ich hoffe, es reicht noch, um weiterzukommen. Sieht aber gut aus. Bin ein bisschen aufgeregt. Ich dachte, das mit dem Fallen ist alles. Ah, Checkpoint. Good old Checkpoint. Jetzt ist alles gut. Okay. Oh, ich hätte die Shell mitnehmen müssen, ne? Ich hätte safe die Shell mitnehmen müssen. Scheiße. Yep. Komme ich da noch ran? Nein, weil der Mode weg ist. Deswegen sind da zwei Indikatoren. Okay, kriegen wir hin. Alles easy. Easy peasy. So. Okay. Der ist jetzt nur ein Hindernis. Der ist, soll mir gar keine Hilfe bieten. Der ist nur ein Hindernis. Na gut. Ist ein Hindernis, mit dem ich leben kann. Okay. Hab's gerettet. Alles gut. Ist das jetzt die Tür, die wieder zum Anfang führt? Yes. Haben wir es damit? Nein. Aber da ist das Ende. Ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt machen sollen, aber da ist das Ende. Ich laufe einmal hin, dann laufe ich wieder weg, dann laufe ich wieder hin. Jetzt komme ich hier durch. Aber da nicht. Und jetzt komme ich... Jetzt kann ich hier mit dem Leben mitlaufen. Okay.
Okay, wir haben's. Wir haben's. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Effektiv kann jetzt nichts mehr schief gehen. Nice. Oh yeah. Auch das wäre ein Level, was man mit ein paar Leben eigentlich geschafft hätte. No? Man hätte sogar Leben rausbekommen. Z-World 1. Gefällt mir, was der baut. Carlos. Was hast du sonst so gebaut, Carlos? Ah, ich dachte, es hat eine Superwelt, weil Z-World, aber ist er, hat er nicht. Vielleicht baut er gerade in dieser... Achso, das ist sein neuestes Level. Z-World 1. Win the most fast. My 40th competitive level. Okay, wir spielen mal das 40th competitive level noch geschwind. Ist das der Weg, um hier auszumachen, wer wohin geht? Oh mein Gott. Also das alleine zu schaffen, dürfte jetzt ja eigentlich nicht das Problem sein, wenn keine Gegner da sind, ne? Außer... Also keine Spieler, meine ich. Die müsste man gar nicht alle besiegen. Yo! Okay, das ist jetzt gezwungen. Ah, jetzt muss man halt schnell sein. Manchuan! Ohne Mancha. Dafür mit Spy, okay. Wait, soll ich hier? Soll ich hier Shell-Jumps machen? Bist du des Wahnsinns? Was soll ich an der Stelle tun? Vor allem, wenn man weiß, dass man hier eh getroffen wird, wäre es eigentlich sogar schlauer. So jetzt rein von der Zeit her. Dass man... weißt du schon. So, was ist jetzt? Ach nee, Moment, so vielleicht. Nee, nicht wieder zurück. Du war scheiße. Okay, der kommt nicht wieder. Yo, das hätte halt funktioniert. Hilfe! Hilfe! Stopp! Stopp, okay. Ja, nee. Ja, das ist doch mal interessant für Multi. Yes! Oh Gott, der will halt hier echt Shell-Jumps. Vor allem, wenn ich den jetzt verhaue... Oh, yes! Ich wollte gerade sagen, wenn ich den verhaue, ist alles okay. Ach so, von oben in die Röhre, logisch. Okay, lass es das bitte jetzt gewesen sein. Nice! Boah, das ist interessant für Multi, weil das ist wirklich dann in der Mitte, da scheiden sich dann die Geister, da trennen sich dann die Wege. Puh! Okay. Das ist selbst für ein Einzellevel cool. Premier Nivel Set Speedrun 60 Sig. Okay, wir gucken rein. Wir gucken rein.
Carlos, was hast du getan? Was? Ach so, hier weit oder was? Hä? Ja, hä? Ich muss doch aber hier drauf landen. Das war knapp. Das war falsch, ne? Scheiße. Ah, ich hätte in die andere Richtung gemusst. Hier am Anfang ist die Schlüsseltür. Blöd. Aber man schafft den Sprung alleine doch nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. Doch, man schafft den Sprung. Sick. Das heißt, wenn er Tödöd macht, verliere ich praktisch wahrscheinlich zu viel Zeit. Oh no! Oh, das ist unangenehm. Ja, aber wie soll das? Oh, weia. Wie viel Zeit hat man? Der Weltrekord sind 59,233 und du hast 60 Sekunden. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich nicht. Competitive 1, Speedrun, Run, Jump and Evade. Okay. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein mit dieser Aufnahmesession und sage Tschüss.